herzlich willkommen zu dieser Nintendo News Sonderausgabe. Endlich war es wieder soweit und die E3 hat ihre Pforten geöffnet. Und wir waren in eurem Auftrag dort und haben gezockt, was das Zeug hält. Und das haben wir euch aus L.A. mitgebracht. Jubel, Nintendos neue Heimkonsole heißt offiziell Wii U. Trubel, Spielenachschub für Nintendo 3DS und Heiterkeit. Wir feiern das 25. Jubiläum von The Legend of Zelda. Was war das wieder für ein Spektakel in Los Angeles, als Nintendo vergangenen Dienstag zur großen E3-Pressekonferenz lud und sämtliche Spieleredakteure der ganzen Welt sind diesem Ruf gefolgt und sie wurden nicht enttäuscht. Auf einer spektakulären Bühne wurde die Nintendo-Pressekonferenz in diesem Jahr eröffnet. Um Punkt 9 Uhr morgens ging der Spaß musikalisch los, denn ein komplettes Orchester spielte nochmal die schönsten Melodien aus The Legend of Zelda. Na, und das hatte natürlich seinen guten Grund. Nachdem unser aller Super Mario schon im letzten Jahr sein 25. Jubiläum feierte, ist jetzt auch The Legend of Zelda dran und kann von sich behaupten, dass es ein ganzes Vierteljahrhundert schon unter uns weilt. Und Nintendo feiert das ausgiebig. Das Ganze wird mit 4 Spielen noch in diesem Jahr gefeiert. Den Anfang hat schon in der letzten Woche The Legend of Zelda Link's Awakening gemacht. Das Spiel könnt ihr im eShop auf eurem Nintendo 3DS runterladen. Außerdem erscheint ja am 17. Juni The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D auch für den Nintendo 3DS. Und dann, und das ist jetzt gewiss, kommt noch The Legend of Zelda Skyward Sword für Wii noch in diesem Jahr raus. Und für die Nintendo DS-Fans haben wir natürlich auch noch was, und zwar einen wunderschönen DSiWare-Titel. Und zwar erscheint die Game Boy Advance-Version von The Legend of Zelda Four Swords. Also ist das was oder ist das was? Neben den vielen tollen Veröffentlichungen sei euch noch gesagt, dass Links großes Jubiläum auch musikalisch gefeiert wird. Denn Nintendo plant eine Reihe von Konzerten, wie zum Beispiel auf der E3, wo man den Klängen von The Legend of Zelda orchestral lauschen kann. Also ein großartiges Erlebnis für die ganze Familie und gerade für Link und The Legend of Zelda-Fans. So, Herrschaften, und jetzt ist es endlich soweit. Ihr seid bestimmt auch schon ganz gespannt, was die neue Heimkonsole von Nintendo alles so kann. Viel wurde ja spekuliert, aber jetzt ist es offiziell. Der Wii-Nachfolger heißt Wii U. Die neue Konsole kommt 2012 raus und dass die so einiges kann, das versteht sich natürlich von selbst. Besonders ins Auge sticht natürlich der neue Controller der Wii U-Konsole, der neben den klassischen Tasten einen Touchscreen mit einer Diagonale von 6,2 Zoll bietet. Das ist aber noch lange nicht alles, denn darüber hinaus verfügt der Controller über eine integrierte Kamera, ein Mikrofon, Lautsprecher, Rumble-Funktion, einen Stylus und Bewegungssensoren. Der Clou an dem neuen Controller ist und bleibt aber natürlich der große Touchscreen in der Mitte. Der ermöglicht eine Fülle von neuen Spielideen, wie zum Beispiel Versteckenspielen. Das konnten wir in einer Demo selbst ausprobieren und es macht einfach nur unfassbar viel Spaß, wenn ihr derjenige seid, der sich verstecken muss. Denn dann seht ihr auf dem Controller, wo sich eure Mitspieler befinden und müsst versuchen, ihnen geschickt aus dem Weg zu gehen. Neben dem neuen Controller könnt ihr natürlich auch eure klassischen Wii-Fernbedienungen und euer Zubehör für Wii mit der neuen Konsole benutzen, wie zum Beispiel das Balance Board von Wii Fit Plus. So, meine Lieben, und wenn ihr jetzt glaubt, das war's, was man über den Wii U-Controller sagen kann, weit gefehlt. Denn das Beste kommt jetzt noch, was uns persönlich wirklich geflasht hat, ist, dass ihr die Spiele allein auf dem Controller spielen könnt. Heißt, wenn ihr vor eurer Wii U steht, mit dem Controller davor und plötzlich kommt ein Familienmitglied oder Freund daher und sagt, ich brauche sofort, jetzt unbedingt den Fernseher, gar kein Problem. Dann zieht ihr sozusagen das Spiel von eurem Fernseher direkt auf euren Controller und könnt euch dem Fernseher abwenden und selbst und eigen das Spiel auf dem Controller mit dem Touchscreen weiterspielen. Großartig. Darüber hinaus ist die Grafik bombastisch. Man konnte ein Video von einem The Legend of Zelda Spiel sehen und ich sag euch, so scharf.
Und so gut sah Link noch nie aus. Offiziell wurde noch kein Nintendo-Spiel für Wii U angekündigt. Aber wenn die Demos, die wir erst spielen konnten, so gut wie die Endversion sind, wird das ein großartiger Spaß. Natürlich gab es auch eine Menge neuer Spiele für Nintendo 3DS zu sehen, allen voran das brandneue Luigi's Mansion 2. Dabei handelt es sich um die Fortsetzung von Luigi's erstem eigenen Spiel auf dem Nintendo GameCube und die Fortsetzung soll noch größer und noch schöner werden. Natürlich haben wir auch neue Bilder und Eindrücke zu Super Mario, Kid Icarus und Mario Kart sammeln können. Diese werden wir euch dann in der nächsten Ausgabe der Nintendo News präsentieren und auf die müsst ihr gar nicht mehr so lange warten, denn wir sehen uns genau hier schon in der nächsten Woche wieder. Und bis dahin wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Weiterzocken. Bis in einer Woche hier bei den Nintendo News. Auf Wiedersehen.